Herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Födisch und heute spreche ich mit Beate Sander. Beate Sander ist Börsenexpertin, Bestsellerautorin und in Funk und Fernsehen bekannt als die Börsenoma. Beate Sander hat mit 60 und einem Startkapital von 30.000 Euro begonnen und heute ist sie mehrfache Millionärin. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen. Mich auch. Ja, meine Frage ist, in einem Alter 60, Sie waren ja Realschullehrerin auch, sind dann in Rente gegangen, da machen es sich ja die meisten Leute eher bequem, lassen das Leben so ein bisschen gemütlich ausklingen und Sie haben dann nochmal richtig losgelegt und sich mit der Börse beschäftigt. Wie kam es dazu? Gut, mit der Börse habe ich mich schon vorher beschäftigt. Ich habe ja schon immer Bücher geschrieben, vor allen Dingen auch sehr viele Schulbücher und Lehrerhandbücher. Und für die Bayerische Realschule habe ich die ganze Serie Wirtschaft und Recht geschrieben. Also ich konnte in der Theorie richtig gut Börse. Ich war ja auch in der Lehrplankommission. Also Börse in der Theorie beherrschte ich, aber ich hatte kein Geld. Warum, wieso hatte ich kein Geld? Ich war als Kind aus der DDR geflüchtet, musste mich selber durchschlagen. Ich musste dann später meine Eltern, die früher sehr reich waren, aber durch Krieg und nach Kriegszeit das dann auch nicht mehr gepackt haben, auch mit unterstützen. Mein Mann war halbweise, der hatte auch kein Vermögen. Ich hatte auch kein Vermögen, aber ich hatte zwei Kinder und die Bildung für meine Kinder, das war das A und O. Aus denen sollte richtig was werden, was ja auch wurde. Aber es gab ja kein Kindergeld, es gab keinen Baukostenzuschuss, es gab nichts. Mein Mann, wie gesagt, halbweise, seine Mutter lebte, war aber auch nur eine einfache Fabrikarbeiterin. Dieser Mann hatte aber als großen Wunsch, ein Haus zu bauen, dieses bescheidene Reihenhaus. Und das musste man zusammenstemmen, nicht? Ohne Baukostenzuschuss, ohne Eltern, die einen unterstützen konnte, ohne Kindergeld, ohne alles. Und da hatte man wirklich immer richtig zu tun, dass man überhaupt das geschafft hat. Von wegen große Urlaubsreisen, 14 Tage Camping in einen Zwei-Personen-Zelt. Mini-Zelt, das war das Einzige, was man sich geleistet hat. Und so ging das. Und erst als dann die Eltern gestorben waren und die Kinder ihre Uni-Ausbildung fertig hatten, selber Geld verdienten, konnte ich dann wirklich auch mal sparen. Und von wegen Ruhestand gar keine Vorstellung, gar kein Wunsch. Ich wollte jetzt richtig was bewegen und das habe ich auch getan. Und so habe ich aus 30.000 Euro dann letztlich über 2 Millionen gemacht. Und jetzt habe ich gestern nochmal geguckt, da waren 2,6 Millionen. Ich bin also wieder auf Allzeithoch. Toll, das ist ja echt beeindruckend. Was würden Sie jemandem raten, der bei Null anfängt, wieder an der Börse starten kann? Also wenn er jetzt gar nichts gespart hat, weil er vielleicht jung ist oder auch alles ausgegeben hat, dann würde ich sagen, man soll nicht mit Aktien anfangen, das ist viel zu riskant, sondern dann empfehle ich ETFs. ETFs bilden einen Index nach. Das ist so, als ob man den DAX mit 30 Werten in den Korb reintut und dann hat man mit einer einzigen Kauforder den ganzen DAX drin. Natürlich gibt es das Besseres als ein DAX, nicht? Aber man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man im Monat 200 oder 300 Euro zurücklegen kann, könnte man sagen, ich nehme Sparpläne, was sagen wir mal, bei 300 Euro könnte man 6 mal 50 Euro in ETS anlegen, zum Beispiel in den deutschen MDAX, in den deutschen SDAX, dann international, MSCI World, dann vielleicht auch S&P 500, 500 und dann beispielsweise auch Nasdaq und dann vielleicht noch für Nachhaltigkeit ein Wasser-ETF, dann kann man so jahrelang praktisch das laufen lassen. Man macht dann Dauerauftrag praktisch zum Monatsanfang. Wenn man mal wirklich einen finanziellen Engpass hat, kann man auch mal pausieren. Und wenn sich dann dieses Geld vermehrt und daraus ein paar Tausende geworden sind, dann sollte man in der ganzen Zwischenzeit richtig was lesen. Denn ohne Börsenbücher geht es nicht. Man kann nicht meinen, Börse ist ein Kindergeburtstag, da guckt man mal schnell ins Internet und dann geht das alles von allein. So ist es nicht.
Aber während man die ETF, die praktisch nicht so viel Gewinne abwerfen, als wenn man das Profi ist mit Aktien, aber eben eine sichere Sache sind langfristig, kann man dann mit guten Börsenbüchern sein Wissen praktisch verbessern und ausbauen. Und wenn man dann das so mehrere Jahre macht und sich mit diesen ETFs ein Grundkapital angespart hat, lässt man die Sparpläne jetzt in Aktien laufen. Da hat man das Wissen und die ETFs behält man natürlich. So würde ich empfehlen, wenn man wenig Geld hat, egal jetzt, ob man das als junger Mensch macht, wenn er gerade startet oder wenn er das jetzt auch kurz vor dem Ruhestand macht oder auch bereits im Ruhestand. Zu spät ist es selten, denn man lebt ja in 50 Jahren im Durchschnitt auch 10 Jahre länger. In 75 Jahren sind das 15. Wenn man also vier Sachen beachtet, nicht saufen, nicht rauchen, sich viel bewegen und gesund ernähren, dann kann man auch im Ruhestand noch zu etwas Geld kommen, sodass man sagt, diese vielen Jahre will ich mir auch manche Freude gönnen, nicht? Und ich will vor allen Dingen nicht auf Grundsicherung angewiesen sein. Ich möchte auch mir zum leisten können. Und es ist auch immer ein schönes Gefühl, wenn man nicht von seinen Eltern abhängig ist, sondern vielleicht sogar auch für die eigenen Kinder oder Enkel das tun kann. Das ist für mich zum Beispiel extrem wichtig. Jetzt würden ja vielleicht manche Leute sagen, also Sie haben ja auch dieses Buch geschrieben, ich zeige es auch mal, die richtige Geldanlage in Krisen und im Crash. Da würden ja manche Leute, ich halte es noch mal einen Moment, da würden ja manche Leute auch sagen, ja, aber was ist, wenn ich mit einem ETF in den DAX reingehe und es gibt einen ziemlich großen Crash, ist es dann noch ratsam überhaupt, ja, mit einem ETF in den DAX reinzugehen oder ist es ratsamer, ein Gold- oder ein Silber-ETF zu nehmen oder wie sehen Sie das? Also ich würde jetzt nicht auf den DAX einen ETF nehmen, weil der MDAX, das ist, sind die mittelgroßen Werte, oder der SDAX, das sind die kleineren Werte, wo es auch vor allem viele Familienunternehmen gibt und auch nachhaltig wirtschaftende Unternehmen, da würde ich auf keinen Fall diese ETFs rausschmeißen, um Gottes Willen nicht. Die gehen im Crash zwar auch runter, ganz klar, aber die erholen sich wieder und man hat nicht das Problem, wie bei einzelnen Aktien, dass die vielleicht dann um 60% oder 70% oder wie eine Wirecard oder als Betrugsunternehmen total verschwinden. Das passiert mit ETFs nicht. Natürlich sind die auch im Crash runtergegangen, nicht? Und wenn man dann klug war und Geld hatte, vielleicht auch ein Sparbuch oder Tagesgeld oder Festgeld, kann ja alles sein, dann war zum Beispiel eine hervorragende Gelegenheit, dass man sagt, ich kenne mich an der Börse gut aus und ich kaufe mir jetzt niedrige Werte dazu. Es können auch ETFs sein, aber auch jetzt haben sich fantastische Aktien angeboten, die übertrieben abgestürzt waren. Mhm. Auch solche mit hohen Dividenden. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die Aktie um die Hälfte abstürzt und die Dividende gleich bleibt, dann verdoppelt sich bezüglich Rendite oder Gewinn die Dividende tatsächlich. Hm. Das kommt dazu. Also von wegen alles verkaufen oder jetzt in Angst geraten, bringt gar nichts. Und wenn man jetzt sieht, wie sich aus diesem schlimmen Crash, also der DAX stürzte von 13.800 Punkte auf 8.200 Punkte ab. Das war der tiefste Absturz in so kurzer Zeit in diesem Jahrtausend. Nicht? Und wenn man das ausgenutzt hat, ging es allen hinterher richtig wieder gut. Denn jetzt ist der DAX und nicht nur der DAX, auch gerade in Amerika, der Nasdaq 100 und viele Werte sind schon fast wieder auf Allzeithoch oder sind es sogar. Wenn wir das jetzt nochmal so zusammenfassen, dass jetzt auch dann die Zuschauer was ganz Konkretes haben. Also welche ETFs würden Sie empfehlen, ganz konkret? Also ich würde, weil der MDAX, der deutschen mittelgroßen Werte mit 60 Titeln, wo auch TechDAX-Werte drin sind, also Biotech, Medtech Software und so weiter, würde ich diesen ETF vorziehen, denn er schlägt den DAX in 1, 3, 5, 10, 20 Jahren praktisch immer um das Doppelte. Mhm. Das gilt auch für den SDAX. Also welchen ETF ich nehme, das ist nicht so wichtig. Die haben alle Namen, das ist wie bei Hotels so der Anbieter, nicht?
die großen Hotelketten haben auch ihre Namen, genauso die Mode-Labels. Also es ist überall so. Das ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, was ich eben nehme, beispielsweise den MDAX und den SDAX aus Deutschland. Nicht, wenn ich risikofreudig bin, würde ich sogar den TecDAX noch dazu nehmen. Also der TecDAX hat 30 Werte, MDAX 60, SDAX 70 und dann gehe ich natürlich auch in alle Welt, denn Deutschland ist ja nicht alles. Dann gehe ich vor allen Dingen in die gesamte Welt, dann nehme ich den ETF MSCI World, da sind dann über 1000 Werte drin und zwar die größten aus aller Welt. Mhm. Da hat man einen riesigen Korb und da passiert eben auch nicht viel. Natürlich springt er nicht so durch die Decke, als wenn ich jetzt den S&P 500 nehme, wo jetzt die 500 größten amerikanischen Unternehmen drin sind. Denn wenn man schaut, wo sind denn die wertvollsten Unternehmen der Welt, dann ist das mal Amerika und noch ein bisschen China. China, ja. Nicht? Also da brauchen wir, muss man lange gucken, bis man dann mindestens mal bei SAP in Deutschland ist. Nicht? Und wenn ich da jetzt auch risikofreudig bin, dann würde ich da sogar den Nasdaq 100 nehmen. Das ist Technologie, Software, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Medizintechnik, also all dies, wo die Zukunftsmusik spielt. Und dieser Nasdaq, der hat auch jetzt schon wieder Allzeithochs gehabt. Da sind natürlich Werte drin, die kennt eigentlich jeder. Apple, Alphabet, Amazon, Adobe, nicht? Also PayPal, also da sind die ganzen Visa, die großen Werte sind da alle drin. Und der gewinnt gegenüber den DAX im Jahr, in 3, in 5, in 10 Jahren, 20 Jahren, eigentlich immer dreimal so bis viermal. Da hat also jeder etwas. Der Angsthase nimmt natürlich jetzt keinen Nasdaq 100. Der wird wahrscheinlich einen DAX nehmen. Mhm. Nicht? Aber der Risikofreudige, der würde eben nicht einen DAX nehmen, sondern würde eben die anderen nehmen. Und wenn ich so richtig nachhaltig angehaucht bin, dass ich sage, was nützt uns das alles, wenn meine Kinder und meine Enkel keine Zukunft mehr haben? Die werden immer mehr in Nachhaltigkeitsaktien auch reingehen. Und die werden auch in einen Nachhaltigkeits-ETF reingehen. Und da kann man ruhig mal sagen, als Modell Wasser. Denn Trinkwasser, das ist nicht vergänglich, dass man sagt, das wird durch etwas anderes ersetzt. Mhm. Im Gegenteil, es sind immer mehr Leute und immer mehr durstige Menschen. Nicht? Und umgekehrt braucht man ja auch Trinkwasser für alles. Nicht? Pflanzenwohl, Tierwohl. Dann haben wir den Klimawandel mit Dürre, mit Trockenheit. Und wie gesagt, mit Überflutungen. Und Wasser ist ein Kernproblem. Und da macht man nichts kaputt, wenn man sagt, ich gehe auch in ein ETF Nachhaltigkeit, eben Trinkwasser. Denn mein Geld, was ich da reinstecke, das ist Eigenkapital wieder für die Unternehmen, die dann wirklich im Kampf gegen Klimawandel, im Kampf gegen drohende Erderwärmung, CO2-Ausstoß, damit was machen können. Mhm. Nicht? Und helfen, unsere Infrastruktur und unsere Lebenswelt doch wieder freundlicher zu machen. Das wäre jetzt für mich auch sowieso ein Schwerpunkt gewesen. Also das würde ich gerne noch vertiefen, das Thema, weil es geht ja vielen Menschen auch so, dass sie insofern Probleme mit der Börse haben, dass sie nicht in Pharma investieren wollen, dass sie nicht in die Waffenindustrie investieren wollen oder in die Ölindustrie. Also es ist ja, wird für viele Menschen immer wichtiger, auch auf die Werte zu schauen und dass man nicht Geld einfach nur erwirtschaftet, um Geld zu erwirtschaften, sondern auch mit der Motivation dahinter stehen kann. Wenn Sie jetzt da so einen Schwerpunkt setzen würden, was würden Sie da empfehlen? Also wir hatten jetzt Wasser, aber wenn jemand sagt, die anderen Sachen interessieren mich gar nicht, ich will wirklich nachhaltig, ich möchte, dass meine Werte im Guten vertreten werden und ich möchte auch Firmen unterstützen, die eine gute Philosophie haben und ja auch wirklich dem Menschen dienen. Also ich habe in den letzten Jahren, vor allen Dingen dieses Jahr, jetzt auch im Crash und auch schon letztes Jahr, habe ich immer mehr Nachhaltigkeitsaktien ins Depot genommen. Ich habe nicht nur solche. Also die Ausschlusskriterien, die reichen mir bei Fonds auch, dass ich einfach sage, keine Waffen, keine Rüstung, keine Kinderarbeit, kein Rauschgift, kein Glücksspiel und so weiter. Nicht? Okay, wenn ich dagegen jetzt Aktien nehme, dann kann man sagen, vielen reichen diese großen Ausschlusskriterien auch, dass sie sagen, dann bin ich auch zufrieden. Oder sie sind auch zufrieden, wenn sie sagen, ja, so eine Firma wie Adidas,
über die kann man auch mal in bestimmten Sachen meckern, aber es ist zum Beispiel auch wieder schön, dass Adidas zum Beispiel aus diesen vielen Fischernetzen, die man einfach in die Meere geschmissen hat, dass man daraus Turnschuhe macht und auch Sportkleidung. Das ist zum Beispiel auch etwas Wichtiges. Oder dass man sagt, Samsung, ein Riesenkonzern, da mag man auch im einen oder anderen Bereich mal meckern, aber es ist dann wieder vorbildlich, wenn diese ganzen vielen Sachen, die die verschicken, kein Kunststoff mehr verbraucht wird, sondern nur noch Pappe und Papier. Nicht? Also das wäre mal das eine. Dann kann man natürlich sagen, ich gehe in ganz bestimmte Branchen rein und da gehören zu meinen Favoriten Wasserstoffaktien. Das wäre jetzt meine Frage. Wasserstoff und Hanf wären jetzt so meine Frage. Ja. Also bleiben wir mal erstmal bei Wasserstoff. Ja. Mhm. Wir haben sowohl praktisch grünen Wasserstoff, da geht es um die erneuerbaren Energien, was Deutschland will, und blauen Wasserstoff, das ist in der EU favorisiert und in Skandinavien. Und da kann man jetzt zum Beispiel als Angsthase wieder sagen, die Unbekannten, das ist mir zu gefährlich, ich nehme einfach mal eine Linde, da habe ich nämlich Gase drin, Batterien drin und Wasserstoff, ist ein großer Konzern im DAX, ist sicher. Dann könnte man sagen, okay, ich nehme auch RWE, über die hat man auch sehr geschimpft, die stellen sich aber auch immer mehr auf erneuerbare Energien an. Und RWE sagt gerade, wir sind ein globaler Händler, wir können Wasserstoff überall handeln und wenn in Deutschland nicht genug gibt, dann holen wir das woanders her. Also das wären jetzt für sichere Anleger was. Wenn man jetzt risikofreudig ist wie ich, dann habe ich auch die Linde und ich habe auch die RWE. Aber ich habe jetzt auch noch vier andere. Ich habe zum Beispiel die Ballard Power aus Kanada. Wie heißt die Ballard? Ballard. Ballard. Power. Ballard Power. Mhm. In dem Crashbuch sind die alle schön drin. Dann habe ich zum Beispiel eine Neil Arthur, die ist auch bekannt. Da war damals die Explosion gewesen, konnte man die ganz billig bekommen. Nicht? Dann kann ich auch nehmen eine Powercell aus Schweden, die da auch mit zu den Vorreitern gehört. Und ich kann auch eine Plug Power aus USA hören. Die Namen, die hören sich jetzt ein bisschen schlimm an, aber wie gesagt, in dem Crashbuch sind die mit Wertpapierkennnummer und richtiger Beschreibung alle drin. Nicht? Und da sehe ich, da steigen auch die Kurse wahnsinnig. Da kann man sich auch immer mal fragen, sind die Aktien da schon überreizt? Da kauft man die natürlich auch nicht, wenn die gerade Allzeithochs haben. Die haben starke Kursschwankungen, sondern da sagt man, ich kaufe dann zu, wenn die Kurse runtergehen und dann mache ich auch mal einen Teilverkauf. Ich habe also mit diesen vier Aktien, die ich seit 2019 habe, habe ich mit allen vier schon Teilverkäufe gemacht, zwischen 150% und 400% Kursgewinn in kurzer Zeit, aber immer nachgekauft, sodass ich alle vier weiterhin habe. Mhm. Das wäre ein ganz wichtiger Bereich. Dann kann man sagen, praktisch nachwachsende Rohstoffe, das wäre Holz, ne, beispielsweise auch gerade in Skandinavien, die haben da genug. Und da heißt es ja, für jeden Baum, den wir fällen, pflanzen wir zwei neue. Und da gibt es auch wieder zwei Nachhaltigkeitsaktien, die auch gute Dividenden bezahlen. Das wäre zum Beispiel für Holz- und Papierverarbeitung, alles was damit zusammenhängt, haben wir da zum Beispiel UPM, Kumene heißen die, also auch im Börsenführerschein drin und auch in dem Nachhaltigkeitsbuch. Ah ja, einen Moment, also das ist das andere Buch von Beate Sander, der Aktien- und Börsenführerschein. Das gibt es inzwischen schon in der 10. Ausgabe. Und ja, das sind wunderbar die Grundlagen drin, vor allen Dingen für Leute, die ganz neu einsteigen wollen, kann man das Buch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ja, okay, aber also, ich habe Sie unterbrochen. Das ist schon okay. Also wie gesagt, das ist nicht nur eine 10. Ausgabe, sondern das ist eine 10. komplette Neubearbeitung. Also, achso, Sie haben die jedes Mal neu überarbeitet, weil es schon länger gibt. Dieses hier zum Beispiel. Der jetzt, den Sie jetzt in der Hand halten, das ist bereits von dieser 10. auf
Lage schon der vierte Nachdruck. Ach so. Nicht? Das zählt aber dann nicht als Auflage. Ja. Nicht? Sondern da zählt immer nur die Neubearbeitung. Ja. So, also da sind die auch drin. Ja. Und bei Kamele ist also Holz- und Papierverarbeitung für Druckereien, für alles Mögliche. Ja. Natürlich auch für Verpackungen. Und die haben auch eine hohe Dividende. Und die sind total nachhaltig. Und das gilt genauso für Stora Enso zum Beispiel, die auch praktisch alles mit Holz und Papier machen. Das wäre auch eine wichtige Branche. Dann kann man auch mal eine andere Branche nehmen, wenn es darum geht, um Recycling und auch Kunststoff. Da kann man zum Beispiel Tomra Systems nennen. Die machen diese Automaten, dass man die Pfandflaschen nicht einfach irgendwo hinschmeißt, sondern da in die Automaten tut. Das sieht man ja in den Kaufhäusern. Spart auch Zeit, da tun die das rein und dann nehmen sie so einen kleinen Bon mit und dann können sie das einlösen. Mhm. Also auf dem Gebiet gibt es jede Menge von Aktien. Also ich habe da bereits reine Nachhaltigkeitsaktien, auch 15 jetzt im Depot. Nicht? Also das ist auch eine ganz wichtige Situation. Eine Zeit lang wurden ja Hanfaktien ziemlich gehypt. Haben Sie sich da mal mit beschäftigt? Ja gut, das war ja auch erstmal so eine Hyp, dass dann Cannabis-Aktien, als man dann gehört hat, okay, das wird jetzt legalisiert für Schmerzbekämpfung in der Medizin. Da sind, also nicht zum Rauchen, wie die meisten denken, sondern medizinisch. Medizinisch. Um medizinischen also Einsatz. Medizin, Cannabis. Das ist noch nicht so lange her. Und als dann das legalisiert wurde, dass es das erlaubt ist, gingen die Aktienkurse wie verrückt durch die Decke. Wahnsinnig. Und dann hat man gemerkt, also erstens, man kriegt es auch nicht für jede Kleinigkeit gleich mal verschrieben, mal gar nicht, sondern da muss auch schon die entsprechende Diagnose da sein. Und man versucht es zunächst einmal auch bei Krebs, habe ich ja auch die dritte Operation, ich leide ja auch unter Krebs und auch unter den Oberschenkelhalsbruch mit dem Durchbruch bis zum Knie, da habe ich auch meine Probleme. Ich bin auf Morphin vollkommen resistent und ein Arzt würde auch nicht gleich mit Cannabismedizin anfangen. Das hilft ja auch nicht bei jedem. Ja, das hilft auch nicht bei jedem. Ja. Aber man versucht es erstmal mit Morphin, mit Opiaten. Und nur diese Leute, bei denen das dann eben auch nicht hilft, da würde dann ein Schmerztherapeut sagen, jetzt versuchen wir das mal mit Medizin Cannabis. Also es geht hier um keine medizinische Beratung, also ich wollte, es ging nur um die Aktien. Okay. Ja. Also wie gesagt, die Medizin Cannabis Aktien, Canopy und Aurora heißen die, die sind noch sehr weit unten, würde ich nicht empfehlen. Da muss man warten, bis es wirklich läuft. Und da kann man in den Büchern dann auch lesen und sich Musterdepots ansehen. Ich mache in meinen Büchern auch immer Musterdepots für vorsichtige Leute, also in Richtung Angsthasen, als auch für Erfolgsorientierte, als auch für Risikofreudige mit ein bisschen Spekulation drin. Also da findet eigentlich jeder was, aber er muss was lesen. Mhm. Kommt da nicht drum vorbei. Es geht im Prinzip ja nicht darum, jetzt einfach nur von Ihnen einen Tipp zu kriegen und das dann umzusetzen, sondern sich auch wirklich, wenn jetzt jemand gar keine Ahnung hat, da tiefer mit zu beschäftigen, sich in Ihre Bücher einzulesen, selber ein Profi zu werden. Ich meine, bis zum Profi ist dann auch ein weiter Weg. Ja, zum Richtigen, aber mit Hintergrund. Ja, also gutes Grundwissen. Es geht auch nicht bei jedem. Schauen Sie, wenn es eine alleinerziehende Mutter ist oder man ist im Studium und verdient noch nebenbei Geld, dann hat man oft gar keine Zeit. Man hat oft auch gar keine Zeit. Wie gesagt, wenn Mutterschaft ist, Familiengründung, Unternehmensgründung ist, da würde man gar nicht viel mit Aktien machen, sondern wahrscheinlich lieber mit ETF und aktiv gemanagten Aktienfonds, wenn man die mal gelegentlich jeden Monat oder alle Vierteljahr mal anguckt, dann reicht das auch und zwischendurch auch mal was liest. Nicht dagegen, wenn man richtig viel Zeit hat, dann kann man das natürlich intensiver machen. Ja. Also der Zeithorizont, auch die Lust, nicht? Das Interesse ist so gegensätzlich, sodass man sagt, wenn ich wenig Zeit und wenig Lust habe und auch wenig Geld habe, dann mache ich eben nur ETFs und Aktienfonds. Und wenn ich sowohl als auch habe,
dann kann ich das streuen und wenn ich viel Zeit habe und wirklich dann profimäßig das als großes Hobby, oft auch als sinnerfüllende neue Aufgabe sehe, dann kann ich das auch immer mit immer mehr Aktien machen. Mhm. Und ganz wichtig wäre da, wenn ich das erklären sollte, würde ich das gern tun, ja, weil gerne. Das ein Bestandteil von meiner ganzen Arbeit ist, ist meine eigene Erfindung, die Hoch-Tief-Mut-Strategie. Mhm. Die Hof. Hoch-Tief-Mut. Hoch-Tief-Mut-Strategie. Da geht es also in erster Linie darum, breit gestreut, nie bereut. Also nicht nur drei Aktien im Depot oder etwa nur eine und dann wäre es Wirecard, das Desaster, ja, und dann? Sondern viele. Das nächste wäre kein Fluch, sondern Segen langfristig anlegen. Nicht, dass ich also nicht sage, heute rein und morgen wieder raus, sondern auch gerade im Crash heute rein und dann drin bleiben. Nicht? Und vor allen Dingen rein bei niedrigen Kursen nicht? Und nicht gleich wieder raus. Wenn man überhaupt rausgeht, dann wären zwei Gründe. Entweder ich habe mich geirrt, wie bei Wirecard, dass der Schrotthaufen raus muss, oder dass ich einen Teilverkauf mache zu Höchstkursen, dass ich aber sage, meine besten Aktien bleiben im Stall, die Rennpferde. Ich verkaufe ja nie alle meine besten Aktien, sondern nur wenige zu Höchstkursen. Nicht? Dann lege ich auch nicht unter 1000 Euro im Allgemeinen an, denn wenn ich nur für 200 oder 300 Euro, dann habe ich nachher keinen Rennstall und dann kann ich auch keine Teilverkäufe und dann zählen auch die Gebühren. Und dann das nächste wäre, dass ich zwei Sachen mache. Einerseits gibt es den Warren Buffett, den kennt eigentlich jeder und der vertritt Value-Aktien, das sind also niedrig bewertete Aktien, niedrig bewertete, substanzstarke, dividendenstarke, defensive Aktien. Nicht? Er sagt, ich kaufe nur das, was ich immer behalten will, was ich verstehe und was ich nicht verstehe, das kaufe ich nicht. Nicht? Also kauft er jetzt keine Zukunftswerte. Und da unterscheiden wir uns. Ich sage, ich habe ja einen Verstand, um den zu nutzen und ich kann ja auch die künstliche Intelligenz, die Biotechnologie, Software, Halbleiter und das ganze Zeug auch lernen. Ich kann das verstehen. Nicht? Und diese Zukunftswelt mit der künstlichen Intelligenz, die verstehe ich. Und deswegen kaufe ich eben auch Zukunftsaktien. Und die Zukunftsaktien haben jetzt in diesem Crash nicht das Desaster verursacht, was der Warren Buffett meinte, dass die niedrig bewerteten Aktien am wenigsten abstürzen und sich am schnellsten erholen und die hochbewerteten am meisten abstürzen und sich am wenigsten erholen. Genau das Gegenteil ist. Nasdaq, künstliche Intelligenz, Software, auch Amazon, also zum Beispiel Online-Händler wie Amazon, solche, die sind richtig nach oben gesprungen, die haben jetzt Allzeithoch, dagegen die braven Versicherungs- und Bankenaktien, da sind noch weit entfernt von Allzeithoch. Also man muss hier auch beides haben. Nicht? Also, und dann natürlich auch die Dividenden, die man bekommt, dass man die wieder anlegt und nicht verfrühstückt, aber nicht so blöd anlegen, wie manchmal die Banken sagen, genau in den direkten Titel, denn wenn ich dann nur 50 oder 20 Euro Dividende bekomme, ist es ja Quatsch, dafür diese kleine Summe wieder in Aktien, sondern bei mir ist es so, wenn ich dann wieder so 1500 Euro Dividende zusammen habe, dann kaufe ich davon in irgendeine Aktie, entweder eine, die ich schon habe, oder auch eine ganz neue, beispielsweise Nachhaltigkeitsaktie. So macht man das. Also Sie hatten künstliche Intelligenz auch erwähnt. Was können Sie da empfehlen? Ja, also künstliche Intelligenz, das steckt eigentlich in den ganz modernen Unternehmen drin. Nicht? Also wenn ich mir Amazon... Aber die sich so auf die Entwicklung spezialisiert haben? Also künstliche Intelligenz ist die Anwendung von Robotik in den ganzen Lebensfeldern. Und da kommen also die Technologieunternehmen alle nicht herum. Nicht? Also da muss ich mir jetzt nicht eine spezielle dann praktisch in den... Sondern ich nehme mir eben beispielsweise, ich nehme in eben eine Medtronic, weil ich da weiß, da habe ich die Operationstechnik praktisch mit drin. Nicht? Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Baumaschinen
habe, sagen wir mal, in der Landwirtschaft, dann ist die künstliche Intelligenz da auch drin. Früher fuhr der Landwirt einfach mit dem Traktor rum, mhm. heute kriegt er gleich Anweisungen. Das muss gedüngt werden, da sind Schädlinge, das ist übertrocknet, mhm. nicht? Und so weiter. Der kriegt dann gleich die künstliche Intelligenz mitgeringt. Und wenn Sie sich mal Amazon anschauen, was da an künstlicher Intelligenz steckt, nicht allein in diesen Regalen, wie da die Bücher, also Bestsellerbücher, wie die von diesen Robotern gleich wieder vorn platziert werden, dass man die gleich schnappt und die Ladenhüter nach hinten, nicht? Wie schnell das geht und sogar eine Kassiererin muss gar nicht mehr da sein, geht auch an der Kasse. Das ist künstliche Intelligenz pur, nicht? Und so ist das genauso bei Microsoft und bei Google oder Alphabet, nicht? Oder auch in China bei Tencent, die haben das alle drin. Nicht, das geht nämlich gar nicht mehr. Also digitale Transformation, das ist überall in den Zukunftsmärkten drin. Gar nicht mehr wegzudenken. Ja. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt die Corona-Pandemie ohne digitalisierte, vernetzte Welt, ohne Webinare. Nicht ohne Homeoffice, wo ja dann auch wieder Fernwartung wie TeamViewer zum Beispiel dazukommt. Oder das sind auch so künstliche Intelligenz-Aktien. Oder Zoom. Ja, eben. Oder Zoom. Also, oder auch Skype über Microsoft. Nicht, wenn es das nicht gäbe, das ist künstliche Intelligenz pur, dann wäre diese ganze Corona-Pandemie viel schlechter erträglich. Nein, ich verdiene auch wenig Geld gegenüber sonst, weil meine ganzen großen Vorträge, die auch gut bezahlt werden, die fallen alle aus und bei Webinaren bekommt man nicht besonders viel. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich deswegen am Hungertuch nagel. Also schlecht geht es mir ja trotzdem nicht. Und auch die Leute, die Homeoffice arbeiten, die leiden auch nicht unbedingt am Hungertuch. Sie haben ja hier, wie gesagt, auch Geldanlage in Krisen und im Crash dieses Buch geschrieben. Manche Menschen befürchten, dass das jetzt erst der Anfang war, dass es nochmal zu einem richtigen Crash auch kommen wird. Wie sehen Sie so die Entwicklung der Wirtschaft? Also sehen, es gibt ja sozusagen schon so richtige Crash-Propheten. Wie schätzen Sie so die wirtschaftliche Lage und auch die Börse ein? Also zunächst muss man so sagen, die wirtschaftliche Lage aktuell ist auf Deutsch gesagt ganz schlecht. Nicht? Wir haben also ein unglaubliches Nachlassen, also, und das sieht man ja beim Bruttoinlandsprodukt, BIP, also sind die Schätzungen so 6-10% runter. Nicht? Also die Wirtschaftslage ist schlecht, die ist weltweit schlecht, muss man sagen. Aber die Börse hat schon immer weniger die Gegenwart gespielt als die Zukunft. Und man sagt eben, die Zukunft sieht ja wieder ganz anders aus. Nicht? Wenn dann wieder geflogen wird, wenn die Grenzen geöffnet werden, wenn die Lieferketten alle offen sind, dann gibt es schnelle Aufschwünge. Das wird im Moment gespielt. Nun weiß man natürlich nicht, wie es weitergeht. Wir hatten bisher so die Situation, ein V. Wir waren hier oben, rauschten runter bis 8.200, sind jetzt wieder so 13.300 angelangt, dicht am Allzeithoch. Nicht? Und manche sagen, okay, jetzt geht das weiter hoch und ist alles vorbei. Glaube ich jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn diese zweite Pandemiewelle voll ausbricht, was möglich wäre, man kann das nicht einfach so sagen, das passiert nicht, das kann passieren. Dann gehen natürlich die Kurse nochmal wieder richtig runter. Dann würden wir einen Weg kriegen, von oben runter, wieder hoch und wieder runter. Nicht? Also praktisch hoch, runter, hoch, wieder runter und dann nochmal hoch. Oder dass man dann sogar unten bleibt eine ganze Weile in der Rezession. Dann wäre ein Crash richtig wieder da und der könnte dann sogar so schlimm werden, wie wir ihn kurz hatten, nicht? 8.200 oder sogar noch drunter. Mein Crash-Propheten gibt es immer, Untergangspropheten gibt es auch immer, die verdienen auch mit ihren Horrorvisionen mehr Geld, als wenn man die Zukunft positiv schreibt, ist einfach mal so. Und die gab es damals schon, wir hatten den Crash 2000 bis 2003, dann
2008, 2009, waren 5 Jahre. Und da hat man eigentlich gesagt, ab 2013, jetzt wird wieder ein Crash kommen und alles Mögliche. Und dann verkauft im Mai eure Aktien. Ja, kommt ja sowieso ein Crash, und was man nicht alles gesagt hat. Es gab aber 10 Jahre keinen. Warum? Weil wir die Nullzinspolitik haben. Und die Nullzinspolitik ist im Grunde genommen der Freund der Aktionäre. Denn wenn ich mit Zinsen kein Geld verdiene und sogar noch Strafzinsen zahlen muss, wenn ich reich bin, dann ist eigentlich nur als einzige Alternative die Aktie geblieben. Mhm. Und wir hätten auch jetzt noch keinen Crash, wenn wir nicht die Corona-Pandemie hätten, nicht? Und umgekehrt hätten wir schon viel früher einen Crash, wenn Corona schon eher passiert wäre. Mhm. Nicht? Also man weiß eben nicht, was so passiert. Und vor allen Dingen weiß man gar nicht, wenn wir den Klimawandel jetzt nicht schleunigst in den Griff kriegen, dass bei 2 Grad Erderwärmung Schluss ist, dann weiß man nicht, was noch alles an neuen Krankheitsherden und Katastrophen auf uns zukommen lässt. Mhm. Das weiß man alles nicht. Viele investieren ja in Silber und Gold und sehen das als so eine besondere Absicherung. Wie sehen Sie das? Also es ist so, man kann durchaus 5-10% maximal 15% anlegen. Das kann man machen in Barren, da hat man den günstigsten Metallwert, aber es wäre auch doof, wenn man sein ganzes Geld jetzt in einen großen Barren, denn wenn man mal einen verkaufen will, dann geht das ja nicht beim Kilo, sondern da wäre es besser, man kauft sich Barren mit 50 oder 100 Gramm oder einer Unze, das kann man machen. Die andere Möglichkeit wäre, dass man da sowas macht wie ein ETF, das heißt ein ETC, das ist dann praktisch kein gesichertes Sondervermögen, sondern das ist dann eine Schuldverschreibung, ein Zertifikat, dass man da zum Beispiel Gold oder Silber läuft ja jetzt auch wieder, dass man das anlegt praktisch. Und solche ETCs nennt man die, die sind meistens physikalisch abgesichert. Das kann man auch machen, nicht? Und man kann auch, wenn man jetzt Sammlerblut in den Adern hat, dann könnte man auch, sagen wir mal, Anlagemünzen kaufen, wie Krügerrand oder Philharmonika oder Panda-Bär, was es da alles gibt, kann man auch machen. Was dagegen keine Geldanlage ist, wäre, dass man jetzt Gold- und Silberschmuck kauft. Das kauft man aus Lebensfreude, oft auch aus Dankbarkeit oder aus Liebe, nicht? Glücksgefühl und so weiter. Okay. Aber nicht wegen Geldanlage, denn wenn man das jetzt verkaufen würde, würde für die Juwelierarbeiten mehr als die Hälfte verschwinden. Wenn man jetzt risikofreudig ist, könnte man auch sagen, man kauft stattdessen Edelmetallminen, geht auch, nicht? Und da haben die riesige jetzt Zugewinne gemacht. Also wenn man da Barrickgold nimmt oder auch Newcrest oder Kinross, da gibt es jetzt Aktien, die haben unglaublich gewonnen. Es geht natürlich auch mal wieder runter. Wenn man jetzt Gold in Aktien hat, also in Goldminenaktien, Silberminen oder Edelmetalle insgesamt, dann hat man da wieder Aktien. Das ist gesichertes Sondervermögen. Da brauche ich kein Schließfach oder kein Tresor, um das abzusichern. Denn wenn ich sowas zu Hause lagere, könnte mir das auch sehr leicht geklaut werden. Wobei ich bei Silber natürlich ein Problem habe, wo soll ich das überhaupt lagern? Nicht? Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt bei Gold weder Dividende noch Zinsen. Deswegen, es ist zum Werterhalt als Sicherheit mit 15, maximal 15% geeignet, nicht aber, dass man da sein ganzes Geld hat. Und momentan der Zeitpunkt, weil Silber und Gold ist ja sehr hoch, ist eigentlich nicht unbedingt eine gute Einstiegsmöglichkeit. Nein, überhaupt keine Einstiegsmöglichkeit, die war vorher. Nicht? Also jetzt könnt man höchstens gucken, eben wie sieht es aus mit Kursschwankungen, manchmal gibt es die. Und finde ich vielleicht auch noch günstige Goldminenaktien. Also jetzt direkt zu den Höchstpreisen, das sind zwar nicht die Allzeithochs von immer, aber immerhin von den letzten Jahren. Aber schon im höheren Bereich. Würde ich jetzt nicht einsteigen, sondern da warten. Und sagen wir mal, das kann auch irgendwie wieder passieren. Also sagen wir mal, wenn jetzt
richtig schlimm wird nochmal mit dem Crash, gehen die Preise nochmal hoch. Wenn sich eine komplette Erholung abzeichnet, gehen die Kurse auch wieder runter und dann wird man es dann eher machen. Mhm. Aber nicht im Moment. Ja. Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, 5.000 Euro zur Verfügung hätte, was würden Sie dem empfehlen? Und was, wenn jemand 20.000 oder 50.000? Also immer anders. Wenn jemand 5.000 Euro tatsächlich hat, dann würde ich sagen, das ist vielleicht jetzt ein Geschenk oder eine Gratifikation. Also das hat er jetzt auf einmal. Dann würde ich da einfach 5 ETF mit je 1.000 Euro kaufen. Punkt. Mhm. Das war's. Und dann möglichst noch sehen, dass ich monatlich spare mit praktisch jeden Monat da noch etwas zurückliegen und Sparpläne in weiteres machen. Mhm. Wenn ich jetzt bis 10.000 Euro würde ich das ähnlich machen, noch auf Aktien verzichten. Nicht? Bei über 10.000 Euro könnte ich bis 10.000 aktive Aktienfonds, wenn ich auch Zeit habe, und ETFs nehmen und dann eben auch in Aktien reingehen und auch da wieder niedrige Kurse zum Einstieg nutzen und jeweils über 1.000 Euro anlegen und das auch nicht an einem Tag machen, sondern auch zeitlich streuen. Mhm. Und je mehr ich Geld habe, umso mehr Aktien werde ich haben. Und dann steigere ich nicht mehr den Prozentsatz an ETFs, das muss ich nicht. Mhm. Da kann ich mich einfach mit 6 bis 10 begnügen, die halte ich immer. Nicht? Und vielleicht nehme ich noch 2, 3 oder 5 gute Aktienfonds dazu, gibt es auch nachhaltige. Mhm. Nicht? Und dann mache ich vor allen Dingen Aktien, sowohl Value als auch Zukunftswerte und immer mehr Trend auf Nachhaltigkeit. Denn früher hat man gesagt, mit gutem Gewissen, deswegen macht man das eben, damit man eben sich nicht schämt, dass man jetzt Aktien kauft. Heute ist das nicht mehr so. Seit 2017 sind die gleich abschneidend wie andere, seit 2018 so 1% mehr, seit 2019 deutlich mehr, mhm. seit 2020 wird es noch mehr, wird auch mit meinem Nachhaltigkeitsbuch auch noch eine Auswirkung kommen. Weil, da freue ich mich schon auf das Buch. Weil da schon sehr viele Vorbestellungen da sind. Mhm. Darum, ich war da schon halb fertig und dann habe ich dieses Crashbuch als Verlagswunsch schnell eingeschoben, nicht, so dass ich dann das Nachhaltigkeitsbuch jetzt wieder fertig gemacht haben. Mhm. Und da wird eine ganze Menge passieren. Man muss ja auch mit dem Auf und Ab umgehen können. Man verliert mal Geld, an einer anderen Stelle gewinnt man. Da spielt die Psyche ja auch eine sehr, sehr große Rolle. Man kann aus seinem Typ auch nicht heraus. Mhm. Wenn ich einfach mal jetzt vorsichtig bin, wäre ich nachher kein spekulativer Mensch. Und wenn ich nur einfach mal gerne zocke, dann kann ich so sagen, okay, ich mache alles vernünftig, aber ich erlaube mir, sagen wir mal, 1% Spielgeld. Mhm. Nicht? Also 1% Spielgeld, da kann ich mit zocken. Und wenn ich das 1% verzockt habe, dann ist das nicht die Katastrophe. Mhm. Aber ich sollte eben nicht einen Großteil von meinem Depot als Zockerei betreiben, weil ich gerne zocke, sondern mich disziplinieren. Also so würde ich sagen, aber aus seinem Typ kommt man auch nicht so heraus. Investieren Sie auch im Forex-Bereich? Wie meinen Sie das jetzt genau? Ob Sie mit Währungen auch handeln? Nein, also jede Art von Währung handle ich nicht, weil ich da kein Experte bin. Ja. Also ich habe mich mein Leben lang darum bemüht, dass ich einen großen Kompetenzkreis aufbaue, wo ich richtig gut bin. Ja. Und das reicht mir dann. Und wenn ich in einem Gebiet wenig interessiert bin und auch nicht gut bin, dann lasse ich das vor und sage, das machen andere. Ich denke, das ist auch ein guter Tipp. Ich habe mit meinem Depot genug Erfolg. Ja. Warum soll ich jetzt so gierig sein, dass ich sage, ich will auch noch im Währungssektor ganz führend sein? Das ist nicht mein Gebiet. Und ich sage da jedem, der von mir da eine Beratung will, wendet euch da an Experten. Hier bin ich keiner. Ja, das war nur meine Frage, ob Sie Expertin sind. Nein, bin ich nicht. Muss man ja auch nicht sein in allen Bereichen. Und deswegen schirme ich mich da auch immer ab und sage, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Das, was du können willst, das bau so auf, dass du da meisterhaft bist. Das war schon immer, auch als junger Mensch, mein Ziel. Egal welches Examen, was ansteht, ich muss immer 1,0 oder wenigstens immer die Nummer 1 sein. Und das ist immer mein Antrieb, dass ich sage, ob ich das dann erreiche, ist was anderes. Mhm. Aber ich nehme mir immer vor, ich will
beste Bücher schreiben, die jeder versteht. Ich arbeite an der Sprache, an kurzen Sätzen und ich schaue es auch immer wieder durch, ist der Satz zu lang? Ist da nicht noch eine überflüssige Einschachtelung drin? Also da bemühe ich mich unendlich, dass ich dort, wo mein Kompetenzkreis ist, dass ich da immer noch besser wäre. Aber nicht, dass ich jetzt noch neue aufbaue. Mhm. Und wie bewerten Sie die Aktien? Gehen Sie da mehr über diese technische Analyse dran oder dass Sie sich einfach mehr so eine Fundamentalanalyse machen oder beides ineinander fließen? Was ist so Ihr Ansatzpunkt? Also generell bin ich Fundamentalanalyst, dass ich sage, für mich sind die Fundamentaldaten entscheidend. Bei der Charttechnik stört mich eigentlich der Ansatz, dass die Charttechnik auf der Vergangenheit beruht, nicht? Und die Charttechnik funktioniert nur deswegen, weil praktisch der Mensch zu wiederholenden Verhaltensweisen neigt, zu wiederkehrenden Verhaltensweisen. Ich meine, aus der Politik macht auch immer wieder die gleichen Fehler, die Herrscher auch. Man lernt eigentlich aus Fehlern so gut wie gar nichts, häufig, nicht? Und aufgrund dieser Tatsache, dass man immer wieder die gleichen Verhaltensweisen zeigt, funktioniert die Charttechnik. Mhm. Das ist eben der Punkt. Die Charttechnik finde ich hervorragend zur schnellen Veranschaulichung. Nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel ins Internet gehe, in eine AAD-Börse oder sonst wo rein, dann schaue ich mir blitzschnell mal einen 10-Jahre-Chart an. Und dann sehe ich zum Beispiel so ein Bild. Was könnte das sein? Eine Visa-Aktie. Oder ich sehe das Bild. Es könnte Wirecard sein. Oder ich könnte sowas haben. Das ist eine volatile Zukunftsaktie. Nicht? Ich sehe also praktisch aus dem 10-Jahres-Chart, sehe ich praktisch so auf einen Blick, was ist da los? Steigt die Aktie unermüdlich? Fällt die unermüdlich? Hat die große Kursschwankung, wie ist die mit dem Crash umgegangen? Das ist jetzt wichtig. Hm. Hat die den Crash schon wieder verdaut? Oder sogar neue Allzeithoch? Oder ist er immer noch unten? Sowas ist fantastisch. Und da sehe ich mit diesem Bild viel mehr, als ich jetzt mit vielen Sätzen beschreiben kann. Schneller Überblick. Und dieser Überblick kann schon genügen. Auf Deutsch gesagt, also die Aktie kaufe ich mal gar nicht. Nicht? Oder jetzt analysiere ich. So würde ich das sagen. Also Sie, jetzt so ganz konkret, Sie verschaffen sich erst einen Überblick und dann gehen Sie in die Tiefe. Also Sie gucken sich erst einen Chart an und dann gehen Sie tiefer. Und wenn das Chart nicht interessant ist, gehen Sie nicht tiefer? Oder wie ist so Ihre Strategie? Wie gehen Sie vor? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, so ein typischer Tag bei Ihnen, wenn Sie sich mit der Börse beschäftigen. Okay. Vielleicht können Sie mal so beschreiben, wie Sie vorgehen. Also, ich schreibe natürlich vor allen Dingen Bücher, Börsenkolumnen, Statements und so weiter. So viel Zeit verbringe ich gar nicht an der Börse. Mhm. Okay, wenn jetzt die Börse so 20 Minuten läuft, gucke ich normalerweise in der AAD-Börse nach praktisch, da gibt es so eine Spalte Kurse und dann sehe ich zum Beispiel beim DAX Aktien, die nach oben gehen, die nach unten gehen. Und wenn da zweistellige Bewegungen da sind, dann interessiert mich das schon immer. Nicht? Gestern gab es einige Aktien von mir morgens, die waren allzeithoch. Da gingen nämlich die ganzen praktisch Nachhaltigkeitsaktien, alles was erneuerbare Energie war, also und Technologie, die sprangen morgens richtig durch die Decke. Da habe ich gesagt, Mensch, da kannst jetzt gleich ein paar Teilverkäufe machen. Dann gehe ich mal in die ARD-Börse, gucke, wo ist der Kurs heute? Nicht? Und der Kurse, und wie viel ist die gestiegen? Und dann sehe ich dann plötzlich, dass manche Aktien 6, 7, 8% nach oben gerauscht sind. Und dann sehe ich, auch bei Amazon ist plötzlich schon fast wieder ein neues Allzeithoch da, mit 2850 Punkte. Abends waren es nur noch 2700 so ungefähr. Nicht? Und dann sage ich, okay, jetzt sind die bei mir allzeithoch, mache ich jetzt einen Teilverkauf. Mhm. Wenn ich dann umgekehrt welche sehe, die sind richtig abgestürzt, dann sage ich, jetzt muss ich mal gucken, warum. Dann schaue ich mir erst an, da ist der Kurs jetzt. Dann schaue ich immer gern, wo ist das Jahreshoch, das Jahrestief und der jetzige Stand.
Nicht? Und wenn ich dann zum Beispiel im DAX sehe, dann sehe ich, dass so Banken und Versicherungsaktien noch lange weit entfernt sind bis zum Allzeithoch. Nicht? Und wenn da dann nochmal wieder ein Absturz käme und dann noch die Meldung, die Dividende wird gekürzt, dann geht die Aktie nochmal richtig runter. Okay, sowas sehe ich dann schon mal. Und dann würde ich jetzt dann mal schauen, jetzt auf den, nachdem ich gesehen habe, das ist der Kurs jetzt, das ist das Jahreshoch, das ist das Jahrestief und jetzt steht der Kurs da, so und so weit entfernt. Ist das für mich ein Einstieg, wenn es runtergegangen ist, deutlich, zweistufig insgesamt oder ein Teilverkauf, wenn ich heute Allzeithoch habe? Okay, dann gucke ich mir natürlich da jetzt weniger die Charts an. Wenn ich dagegen neue Aktien entdecke, die ich noch gar nicht habe, dass ich sage, die sind jetzt gerade runter, dann gucke ich mir zuerst mal an, wo ist der Kurs heute, was war das Jahreshoch, das Jahrestief, dann gehe ich weiter runter, wie hat die sich entwickelt in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren. So, dann gucke ich auf den 10-Jahre-Chart. Und wenn der jetzt grottenschlecht ist, wie bei Steinhoff, nicht? So, rot und da bleibt, dann gucke ich nicht weiter. Wenn ich dann sage, ach ja, könnte was sein, dann schaue ich bei ARD-Börse auf die Firmennachrichten. Und wenn ich die Firmennachrichten anschaue, dann sehe ich da zum Beispiel jetzt die Aktionärstruktur. Und wenn ich dann beispielsweise sehe bei den großen Werten, dass BlackRock, also als Weltmarktführer, da mit 5, 6, 7% dabei ist, dann sage ich, das ist ja kein Anfänger, der versteht da was. Das ist ein Ritterschlag. Okay, dann mache ich weiter. Dann gucke ich mir an die Bilanz. Aktiver, passiver, natürlich nicht die ganzen Kleinigkeiten, sondern praktisch bei aktiver gucke ich Anlage- und Umlaufvermögen, 5-Jahres-Vergleich. Wenn ich die Aktie kaufen will, muss die Firma in 5 Jahren sich nach oben entwickeln. Zwingend. Da sind ja die Zahlen bis zum 2019 drin. Wenn nächstes Jahr 2021 ist, dann wäre 2020 sicherlich ein Rücksetzer bei den meisten. Würde ich hinnehmen. Nicht, weil Corona-Krise ist ja nicht eine Kleinigkeit. Nicht, da würde ich sagen, dieses fünfte Jahr kann richtig runtergehen. Aber nicht schon die Jahre davor. Jetzt noch nicht. Nicht, 2019 ist noch ein gutes Jahr. Also ich erwarte in 5 Jahren eine positive Tendenz. Die Firma muss gewachsen sein. Wenn sie in 5 Jahren geschrumpft ist, höre ich jetzt auf. Ich mache nicht mehr weiter, wenn ich jetzt negativ eingeschätzt bin, sage ich, ist Schluss. Nicht mehr interessiert mich nicht, ich wende mich einer anderen Aktie zu. Viele machen dann noch alles Mögliche. Und da und da und da. Und dann verlieren die 4, 5 Stunden für eine Analyse und kaufen dann trotzdem nicht. Und dieses erste Bild, das dauert bei mir 3, 4, maximal 5 Minuten, ob ich jetzt weiter mache oder nicht. Dann mache ich bei passiver weiter und schaue, wie ist das Verhältnis von Eigenkapital und Schulden. Ich akzeptiere es durchaus, wenn eine Firma mehr Schulden hat als Eigenkapital in der heutigen Zeit, wenn es jetzt große Unternehmen sind, da geht es ja um Werte von Milliarden, die müssen ja sonst Strafzinsen ohne Ende zahlen und die sollen gefälligst investieren, nicht? Und zwar in Nachhaltigkeit. Nicht? Also, und da ist es mir lieber, die machen Patente, investieren und haben dann so eine Verschuldensquote 60%, 65%, 70% Eigenkapital 30%. Aber es darf nicht sein, Schulden 90%, Eigenkapital 10%. Das ist zwar bei Versicherungen, Banken üblich, aber nicht erstrebenswert. Okay, wenn ich dann sehe, die Schulden wachsen, aber das Eigenkapital wächst auch. Die Schulden verdoppeln sich, sind höher als das Eigenkapital. Das Eigenkapital verdreifacht sich sogar, ist aber trotzdem niedriger, dann ist das für mich in Ordnung. Dann mache ich weiter. Und dann gucke ich rauf, was hinten rauskommt. Das ist das operative Ergebnis, das ist praktisch der Gewinn je Aktie. Und da muss am Ende Jahresüberschuss stehen. Nicht? Wenn die Firma dagegen seit 5 Jahren ihr Geld verbrennt, dann ist Feierabend. So, das ist eigentlich das Wichtigste. Jetzt kommt nur noch die Dividende. Die erwarte ich nicht bei Zukunftsaktien. Wenn es da trotzdem eine gibt, wie bei Emsen, freue ich mich. Ich erwarte es nicht.
aber ich würde keine Immobilienaktie kaufen ohne ordentliche Dividende. Da würde ich sagen, also da erwarte ich das. Nicht? Und wenn ich da sehe, die Dividendenstruktur ist ansteigend, nicht mal viel, mal wenig, dann mal wieder gar nichts, sondern es steigt unermüdlich. Natürlich, jetzt hat der Scholz natürlich da großen Druck auf die Firmen ausgeübt, dass er sagt, wer staatliche Hilfen braucht, der hat gefälligst die Dividende zu kürzen und zu streichen. Ob das jetzt im Sinne der Aktienkultur ist, bezweifle ich. Volkswirtschaftlich ist das berechtigt, was er sagt. Mhm. Die Auswirkung ist dagegen absolut negativ, denn es gibt viele Anleger, die kaufen gerade im DAX die Aktien eigentlich nur wegen der Dividende. Wenn Sie sich 30 Jahre DAX-Geschichte anschauen und Sie würden beim DAX die Dividende komplett streichen, dann hätten Sie in 30 Jahren beim DAX nichts erreicht. Gar nichts. Der DAX lebt nur von der Dividende. Mhm. Und jetzt sehen Sie die vielen braven Sparer, die DAX-Werte wie eine Allianz, eine Münchner Rück und auch aus dem MDAX, eine Hannover Rück, nur wegen der Dividende gekauft haben. Diese Versicherungsunternehmen haben vereinbart unter sich, dass sie gar nicht daran denken, die Dividende zu kürzen, zu streichen, weil das ihr Versprechen gegenüber den Anlegern ist, das gehört zu unserer Firmenkultur. Mhm. Die sind also ungekürzt. Wenn Sie das gegen jetzt eine MTU nehmen, die ist in DAX aufgestiegen, kam, wir zahlen Dividende 2,80. Die Aktie hat über 250 Euro gekostet. Okay, dann kam der Scholz mit dem Aufruf, Dividenden zu streichen und zu kürzen. Bitte ganz oder auf 5 Cent, ist ja oft lächerlich. Da hat MTU als eine der ersten gleich gesagt, wir streichen sie ganz. Was ist mit einem MTU-Kurs passiert? Die Aktie kostete schon über 250 Euro, ist abgesoffen bis auf 100 Euro. Jetzt kostet sie 150, mhm. Ist noch weit entfernt bis oben. Nicht, wenn die Firma jetzt praktisch Zukäufe machen will, sagen wir mal so Beteiligungen, was man jetzt billig kriegt, nicht, da können sie gar nicht mehr ihre Aktie so als Tauschmittel einsetzen. Ist ja ein Unterschied, ob die 250 oder 150 kostet. Nicht? Also er hat damit für die Aktienkultur viel kaputt gemacht. Mhm. Nicht, muss man einfach mal sagen. Nicht? Und wenn er dann auch noch die Transaktionssteuer für Aktien einführt, aber nicht für die Zockerei mit Derivaten und Hebelzertifikaten, kann ich diese Politik der Bundesregierung nicht mehr verstehen. Denn da geht es ja nicht um die Großkapitalisten, sondern es geht auch einfach um die normalen Sparer, die jetzt mit Aktien sich auch noch ein bisschen Vermögen aufbauen wollen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dass Sie das alles so genau auch erklärt haben, auch für Leute, die gerade erst mal einsteigen wollen, auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben, mit ETFs anfangen können. Und ja, ich finde einfach, dass Sie auch ein ermutigendes Beispiel sind, in Ihrem Alter noch so viel zu tun auch und auch Ihre Einstellung. Das finde ich schon, ist auch sehr motivierend für viele Menschen, dass egal wie alt man ist, man noch was machen kann, sich auch mit der Börse beschäftigen kann. Und ja, diese Lebenskraft, die Sie auch noch so haben, dass sie viele Leute auch inspirieren kann. Also was ich für wichtig finde, dass man vor allen Dingen eben auch niedrige Kurse nutzt, eben zum Einstieg und Höchstkurse, nicht zum Kaufen, was ja die meisten machen, mhm. sondern dann zum Teilverkauf. Und so ein klarer Appell ist einfach für jeden, weg vom Sparbuch, hin zu Aktien, vergleicht euch mal mit einem Gärtner, der nur dann eine ordentliche Ernte einfährt, wenn er genau zur richtigen Zeit sät, pflanzt, hackt, bewässert, düngt und so weiter. Nicht das so als Richtschnur. Ich finde die Abschlussworte auch wundervoll, sehen, damit man ernten kann. Und ja, ich wünsche ganz viel Glück allen, dass sie gut sehen und eine gute Ernte einfahren. Dann sind das Glückwünsche und das wollte ich noch sagen. Das haben Sie. Achso, das habe ich. Okay, dann sag was zusammen. Deswegen hat es jetzt wirklich gepasst. Ja.